Sie hat das Päckchen aufgegeben und wusste ja nun eigentlich, was drin ist. Am Aschermittwochabend im Februar 1967 fährt Christel Müller 2 Stunden mit dem Auto von Kempten nach Stuttgart, eine Strecke von ungefähr 185 Kilometern. Ihren 2 Kindern hat sie je eine Schlaftablette gegeben, damit sie fest schlafen. Auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof geht die 25-Jährige zum Nachtschalter der Post, um ein Paket an ihren Mann abzuschicken. Dieser arbeitet in Fürstenfeldbruck, nahe München. In dem Paket mit falschem Absender befindet sich eine Flasche Enzianschnaps. Sie enthält ein tödliches Giftgemisch. Das Paket erreicht den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck 2 Tage später. Und so wird der NATO-Luftwaffenstützpunkt Ende Februar 1967 Schauplatz eines tödlichen Verbrechens, das mit dem Namen der Enzian-Mord in die deutsche Kriminalgeschichte eingehen wird. Zum Zeitpunkt der Ereignisse absolvieren der 24-jährige Alois Blumoser aus Erding und der 25-jährige Werner Müller aus Kempten im Allgäu hier einen Lehrgang beim Deutschen Wetterdienst. Am Abend des 14. Februar bietet Werner Müller, der Empfänger des Pakets, seinem erkälteten Stubenkameraden Blumoser von dem mitgeschickten Enzian-Schnaps an. Dieser trinkt ein Gläschen und bricht kurz darauf im Todeskampf zusammen. Der Enzian-Mord. Auch übrigens, das Wort spricht schon dafür, dass das was war, was sich festgesetzt hat, weil es gibt nicht so arg viele Morde, die einen Beinamen kriegen. Ne? Blumoser hat starke Schmerzen und wird bewusstlos. Werner Müller ruft einen Krankenwagen. Sein Stubenkamerad wird wenig später abtransportiert. Der vergiftete Schnaps hatte durch Zufall einen unbeteiligten Dritten getroffen. Die Sanitäter bringen Blumoser zum Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck. Dort pumpen die Ärzte dem Bewusstlosen noch den Magen aus, aber sein Leben ist nicht mehr zu retten. Die Polizei wird eingeschaltet. Noch in derselben Nacht wird Werner Müller zum Verhör vorgeführt. Er schildert der Polizei, wie er zu dem Schnaps kam und auch, wie er seinem erkälteten Freund, nichts ahnend, ein Gläschen davon angeboten hatte, als dieser über Husten und Schnupfen klagte. Im Polizeiprotokoll heißt es später: Vergangenen Donnerstag oder Freitag traf für mich in meiner Unterkunft in Fürstenfeldbruck ein Paket ein. Schon als ich das Paket in Empfang nahm, habe ich mich gewundert, dass mir jemand ein solches schickt, weil mir die Person des Absenders völlig unbekannt war. Auf dem Zimmer habe ich es aufgemacht und festgestellt, dass es eine kleine Flasche Enzian und eine Packung Katzenzungen beinhaltete. Obenauf lag im Paket ein in Blockschrift gehaltener Zettel. Ja, also das ist ja nun auch ein Punkt, dass man dann einen Zettel dabei gegeben hat in der Packung, mit Gruß aus der Pfalz, aber alleine trinken und mit Genuss. Wissen Sie, was mich da so damals auch schon überrascht hat? Wie das eigentlich erreicht werden kann, dass jemand, ein Enzian, der anonym kommt, alleine trinkt. Also die Gefährlichkeit für Dritte war doch ungeheuer. Im Protokoll heißt es weiter: Mir fällt jetzt ein, dass der Korken auf die Flasche aufgesteckt war, darüber aber keine Hülle war. Die Pralinen hatte ich bereits am Freitag geöffnet, aber nichts davon genossen. Mir fällt auch ein, dass ich am gleichen Tag zum Bahnhof Fürstenfeldbruck gefahren bin, um über das Wochenende zu meiner Frau zu fahren. Und so kam das dann plötzlich nach Kempten, die Meldung als solche. Und die haben wir eigentlich relativ spät vor Redaktionsschluss bekommen. Also da konnte man nicht groß noch was draus machen. Man hatte nur mitgekriegt, ein Kemptner ist davongekommen, ein anderer armer Teufel, den hat es getroffen. Und man wusste ja auch noch nichts, außer die offizielle Meinung, hinterhältiger Giftanschlag. Werner Müller sagt aus, wie er in Fürstenfeldbruck ein paar Tage später seinem erkälteten Stubenkameraden den Enzianschnaps angeboten hat, wie dieser ihn in einem Zuge austrank und kurz darauf nach Luft schnappte. Sie seien dann noch beide ins gegenüberliegende Bad gerannt, um den Mund auszuspülen. Hier kippte Müller auch ärgerlich den Inhalt der Flasche aus. Und dann brach sein Freund neben ihm zusammen. Insgesamt ist das Töten durch das Beibringen von Substanzen, also Gift oder Medikamente, eine Hauptmethode bei Täterinnen. Sie brauchen keine körperliche Überlegenheit, es ist nicht brutal, es ist nicht blutig und sie müssen sogar gar nicht zugegen sein, wenn die eigentliche Tötung passiert. Und es war natürlich schon besonders, also hinterfotzig, wie der Bayer sagt, ne? Und gemeiner Anschlag. Ganz abgesehen davon, von den unangenehmen Folgen für den Herrn Blumoser, ne? Weil es ist ja auch kein schöner Tod, selbst wenn es bloß 2 Stunden dauert. Aber also ich möchte nicht gern so sterben. Am nächsten Morgen wird das Landeskriminalamt in München eingeschaltet. Da der restliche Enzian-Schnaps im Abfluss gelandet war, bekommen die Chemiker zur Untersuchung das, was an Anhaltspunkten übrig blieb. Und unter anderem kam eben an diesem Tag dann dieser Fall von der Kriminalpolizei Oberbayern zu uns. Und zwar zuerst mit einer Riesenflasche, 10-Liter-Flasche war es, verkorkt, mit einer Magenaushebelung dieses Verstorbenen. Und man wusste noch nicht, was war. Und wir sollten also diese Todesursache aufklären. Und da lief unser ganzes Personal, oder mein Personal in dem Fall, lief im Labor alles zusammen und hat sich um diese riesen Flasche geschart. Und jeder hat dann natürlich reingerochen, nicht? Und jeder sagte, ja, es riecht intensiv nach Bittermandeln. Und da wussten wir sofort, das war eine Blausäurevergiftung. Die Polizei fragt Werner Müller auch nach seiner Familie. Denn in den 60er Jahren waren die Täter bei Tötungsdelikten zu 90% im Verwandten- und Freundeskreis zu suchen. Er erzählt von seiner Frau Christel, die 2 Kinder hat, eines davon von ihm, und die schon einmal verheiratet war. Ihr Ex-Mann hatte angeblich vor der Scheidung gedroht, dass er sie und ihren zukünftigen Ehemann töten wolle. Dies ist eine erste Spur für die Polizei. Werner Müller bittet die Beamten, seine Ehefrau hierzu näher zu befragen. Nach dem Verhör, das die ganze Nacht dauerte, ruft der Kemptener am Morgen zu Hause an. Er erzählt seiner Frau Christel von dem Giftanschlag. Sie ist sehr aufgeregt und kündigt ihren Besuch in Fürstenfeldbruck für den nächsten Tag an. Werner Müller berichtet auch, dass er die Polizei gebeten hat, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Diese verhört Christel Müller noch am selben Tag zu Hause in Kempten. In dieser ersten Vernehmung sagt sie aus, dass auch sie sich gut vorstellen könnte, dass ihr früherer Ehemann mit der Sache etwas zu tun hat. Dann gab es ja den Versuch, die Tötung dem Ex-Mann in die Schuhe zu schieben. Das heißt, das sind ja ganz klare, kriminelle, gut geplante Vorbereitungshandlungen mit einem sehr logischen Kalkül. Nachdem das mysteriöse Paket in Stuttgart abgeschickt worden war und der Ex-Mann von Frau Müller zuletzt auch dort gemeldet war, gerät die Post in Stuttgart ins Zentrum der Ermittlungen. Polizisten aus München machen sich auf den Weg dorthin und haben Erfolg. Im Postamt am Stuttgarter Hauptbahnhof finden sie den Postangestellten, der das Paket entgegengenommen hatte. Er erinnert sich vage daran, dass kein Mann, sondern eine Frau die Sendung gegen 11 Uhr abends an den Schalter brachte. Und der Postbeamte konnte die ja auch nicht so richtig beschreiben. Er sagte, eine Frau, ja, ich glaube, er hat sich ausgedrückt zwischen 25 und 40 und nur an eine Sonnenbrille konnte er sich erinnern. Der Postler sagt aus, dass er sich über die fehlenden Absenderangaben auf dem Paket beschwert hatte. Daraufhin habe die Frau auf ihre bandagierte Hand hingewiesen. Und sie ist dann mit dem verbundenen Arm an den Schalter getreten und hat den Postler dort befragt, ob er nicht die Absenderanschrift da drauf bringen könne. Auch das ist irgendwo fast kindlich, wenn man sich schützen will gegen die Aufdeckung, dass man dann einem Postbeamten gegenübertritt und ihn natürlich als besonders auffällige Person gegenübersteht, die ein solches Ansinnen einstellt. Denn das blieb natürlich im Gedächtnis des Beamten. Indem ich ein Paket aufgebe, das dann seinen eigenständigen Weg sucht, bin ich noch weiter weg, bin ich noch weniger beteiligt. Knapp 2 Tage nach dem Tod Alois Blumosers besucht Christel Müller ihren Mann Werner in Fürstenfeldbruck. Die beiden Kinder hat sie zu ihrer Mutter gebracht, da sie über Nacht dort bleiben will. In der Zwischenzeit nimmt die Sonderkommission in München die neuesten Informationen aus Stuttgart in die Ermittlungen auf. Denn, dass eine Frau an dem Anschlag beteiligt sein könnte, wirft ein neues Licht auf den Fall. Die Presse wird informiert. Die Sonderkommission, die da ermittelt hat, ist natürlich immer was Besseres als die Leute vor Ort. Und es war immer schwer, irgendetwas herauszukriegen. Nur als sie dann allmählich merkten, sie brauchen die Hilfe der Presse, dann geht man natürlich an die Presse. Und erst so im Laufe des nächsten Tages hat sich dann das herauskristallisiert, dass da also die Giftmischer nun in Kempten saßen. Die Schlüsselfigur hierzu ist Franz Reisacher, der in Kempten in einem Galvanikbetrieb arbeitet. Als er von dem Giftanschlag in der Zeitung liest, nimmt der Fall eine entscheidende Wendung. Denn der Arbeiter erinnert sich plötzlich an seinen Freund Georg Weidinger, der ihn vor einigen Wochen um einen ungewöhnlichen Gefallen gebeten hatte. Und der hat ihm vorgejammert, da ist in seiner Nachbarschaft ein Marder und der stellt so viel Unheil an und den will er um die Ecke bringen und er soll ihm doch ein bisschen Blausäure besorgen. Und das hat der Reisacher dann auch gemacht. Der Metallschleifer nahm die Enzianflaschen, die ihm sein Freund als Transportgefäße mitgebracht hatte. Er ging damit in den Bereich des Betriebs, wo Metalle mit Hilfe giftiger Bäder bearbeitet werden. Nach Rücksprache mit seinen Kollegen füllte er erst ein Fläschchen voll mit Galvanisierbad, das andere mit Salzsäure. Außerdem schöpfte er noch ein halbes Kilo Natriumcyanid, also das Natriumsalz der Blausäure, in einen Karton. Nach der Arbeit übergab er seinem Freund eine Enzianflasche, in der sich eine Mischung der Flüssigkeiten befand, sowie den Karton mit dem hochgiftigen Natriumcyanid. Dabei bat er ihn, vorsichtig damit zu sein. Und als der unsere Geschichte las, wo man eben noch nicht viel wusste, sondern gesagt hat, es war ein Giftmordanschlag, dem ein Kemptner fast zum Opfer gefallen wäre, da hat er sich erinnert, hat aber seinen Freund ja auch angerufen und hat gesagt, pass mal auf, was hast du denn mit der Blausäure angestellt? Und also ich erzähle das mal der Polizei. Und dann hat der andere angeblich nur wortlos eingehängt. Und dann ist eben die Sache ins Rollen gekommen. Die Polizei handelt sofort und verhaftet Weidinger noch am selben Tag. Er wird zum Verhör vorgeführt. Wer sich Gift beschafft und das Gift einsetzt, der gerät doch in einen ungeheuren Verdacht. Da hilft alles nichts. Auch im LKA geht die Arbeit voran. Die Chemiker untersuchen die Körperflüssigkeiten des Verstorbenen, um Giftart und Giftmenge genauer zu bestimmen. Wichtige Anhaltspunkte bei den Berechnungen sind auch das Trinkgefäß und die beim Abtransport Blumosers zerbrochene Enzianflasche. Das war das Erste, dass wir die Scherben dann zusammengeklebt haben, um zu sehen, was da rauskommt. Und das war also dann dieses Riemerschmidt-Krügelchen. Allerdings vorher wurden Reste von den Ankrustungen abgenommen und diese Abkrustungen haben wir natürlich untersucht und haben dann festgestellt, dass also nicht nur Cyanid dort war, Natrium, sondern auch Zink. Das war nämlich entscheidend, weil es geheißen hat, dass eventuell ein Galvanisierbad in Frage käme. Und da ist normalerweise Zink dann drin. Bei den Untersuchungen kommt heraus, dass Blumoser mit dem einen Krüglein Schnaps ungefähr 270 Milligramm Natriumcyanid geschluckt haben musste. Diese Menge hätte gereicht, um noch 3 weitere Menschen zu töten. Das war auch die Menge, die Adolf Hitler und seine Kumpane damals in ihren Selbstmordampullen bei sich getragen haben und zum Schluss genommen haben. Und das ist eine vielfache Überdosis. Und letztlich tritt eine Atemlähmung ein. Der Verhaftete, der nach München zum Verhör gebracht wird, streitet alles ab, verlangt einen Anwalt und schweigt. Die Polizei fahndet unterdessen weiter nach der mysteriösen Päckchenfrau. Und da die Beamten inzwischen wissen, dass sowohl der Metallschleifer als auch sein Freund Weidinger mit der Familie Müller befreundet sind, wird Christel Müller in Fürstenfeldbruck abgeholt und erneut verhört. Sie zählt nun zum Kreise der Verdächtigen. Noch am gleichen Tag wird Christel Müller verhaftet. Denn die Gerüchte verdichten sich, dass sie und Weidinger ein Liebespaar sind. Frau Müller bestreitet ein solches Verhältnis und weist eine Tatbeteiligung von sich. Bei dem Giftmord können sie sich distanzieren. Das hat den Vorteil, dass man nachher sich selbst auch psychisch sehr weit distanzieren kann und sich auch einreden kann, man habe davon nicht gewusst, man sei es nicht gewesen. Man war gar nicht zugegen, man kann es sehr weit von sich wegrücken. Die Kripo konzentriert sich bei der Fahndung nun auf die Verhafteten. Die Polizei organisiert eine Gegenüberstellung zwischen dem Stuttgarter Postbeamten und verschiedenen Frauen. Mehrere Personen wurden ihm vorgeführt und er konnte keine identifizieren. Auch die Christel Müller war natürlich dabei. Also der Postbeamte war nicht sehr viel hilfreich für die Kommission. Ja. Während die Polizei nach Beweisen für ein Liebesverhältnis zwischen Christel Müller und dem Familienfreund Weidinger sucht, interessiert sich jetzt auch die Presse für deren Privatleben. Dann bin ich in den Kirchenweg gefahren, da wohnte damals die Christel Müller. Und dann mit der Mutter gesprochen, mit Nachbarn. Und da kam natürlich dann, was ich vorhin sagte, zu Hilfe, dass in so einer Kleinstadt man sich doch eigentlich immer beobachtet fühlen sollte. Denn eine Nachbarin, die war gut drauf, die hatte immer fleißig sich Notizen gemacht. Wann, wie sich dann rausstellte, der Geliebte, zu welchen Tages- und Nachtzeiten der immer da war. Das ist ein Umstand, denn wenn ein Kriminalromanschreiber für das Fernsehen in einem Film verwenden würde, dass es eine Zeugin gibt, die von sich aus in einer noch gar nicht kriminellen Atmosphäre solche Notizen macht, dann wird man sagen, das ist Unsinn, sowas gibt's nicht. Aber bei uns war das Realität. Die Aufzeichnungen der Nachbarin bedeuten einen ersten Durchbruch bei den Ermittlungen. Denn die beiden Hauptverdächtigen geben nun endlich zu, ein Verhältnis gehabt zu haben. Die Tat an sich streiten sie aber weiterhin ab. Die Polizei glaubt nun aber, ein Motiv dafür gefunden zu haben. Nämlich Liebe. Und was die öffentliche Meinung betrifft, so ist die Sache klar. Also wer die Ehe bricht, tötet auch. Das gehört in diese Vorstellungen, diese konservativen, die man hat oder die man als Erziehung genossen hat. Und so hat man in Kempten natürlich was ganz Besonderes in dem Fall gehabt, einen Mord, und die Betreffenden, mit denen hat man eigentlich noch Tür an Tür gewohnt. Klar war das Stadtgespräch. Im katholischen Kempten regt man sich über Christel Müller auf, denn sie scheint so gar nicht zu der Stadt und ihren Werten zu passen. Und sie arbeitet auch noch als Bardame. Das Allgäu ist tiefschwarz gewesen immer. Und Bardame, das ist überhaupt kein Beruf. Das ist halt was Anrüchiges. Im Laufe der Vernehmungen hatte Christel Müller der Polizei Näheres aus ihrem Leben erzählt. Die 25-Jährige wurde 1942 in Berlin geboren und kurz vor Kriegsende 1945 mit Mutter und Vater aus der zerbombten Stadt evakuiert. Durch Verwandte landet die Berliner Familie in Kempten im Allgäu. Die Ehe der Eltern ist zu diesem Zeitpunkt angeblich schon zerrüttet. Christel ist protestantisch und fühlt sich im katholischen Kempten ihre ganze Kindheit über ausgestoßen. Hinzu kommt, dass sie wegen Drüsentuberkulose über einen Zeitraum von 5 Jahren immer wieder der Schule fernbleiben muss und nicht mit den anderen Kindern spielen kann. Das Gefühl der Außenseiterin bleibt. In ihrer Jugend findet sie langsam Anschluss und dreht auf. Ja, die Christel Müller, die habe ich in der Berufsschule kennengelernt. Kaufmännische Lehre habe ich damals gemacht und sie auch. Und beschreiben kann ich sie als sehr hübsch. Sehr gut angezogen. Wir Mädchen waren immer etwas neidisch auf sie, weil ihre Mutter hat ihr die Kleider genäht und sie war sehr lustig, sehr lebenslustig und sehr temperamentvoll, also das muss ich sagen. Und doch, also eigentlich damals ein liebenswertes Mädchen. Mit gerade 17 wird Christel schwanger und heiratet. Doch ihr erster Gatte betrügt sie. Die Ehe wird nach 3 Jahren geschieden. Ja, geschieden bist du immer ein bisschen aussätzlich behandelt worden, ne? Das A, lässt es die Kirche eigentlich gar nicht zu, und in dem Sinne war man natürlich als Geschiedene oder Geschiedene auch gebrandmarkt. Aber Christel ist jung und unternehmungslustig. Sie trifft Werner Müller, die beiden verlieben sich und heiraten. Die zwei sind ein schönes Paar und haben ein weiteres Kind, mit dem die junge Frau schon zum Zeitpunkt ihrer Scheidung schwanger war. Die Ehe verläuft glücklich und Christels Mutter hilft ab und zu bei der Kinderbetreuung. Denn das Geld ist knapp und Christel Müller arbeitet halbtags als Verkäuferin. Nach verschiedenen Gelegenheitsjobs strebt ihr Mann beim Deutschen Wetterdienst eine Beamtenkarriere an. Doch die Ausbildung zum Wetterbeobachter ist schlecht bezahlt. Frau Müller beginnt, neben ihrem Job als Verkäuferin, an den Wochenenden in verschiedenen Bars zu arbeiten, um Geld für die Familie dazu zu verdienen. Die Verhaftete gesteht der Polizei nun auch ihre Affären, die sie, während ihr Mann beim Lehrgang war, recht zweckgebunden verfolgte. Zum Beispiel von der Geschichte mit dem Fahrlehrer, der ihr dafür Stunden gab. Und von der Liaison mit Weidinger, der ihre Kinder am Morgen öfters mit dem Auto in den Kindergarten fuhr. Die anfangs glückliche Ehe Müller erlebt gerade mehrere Prüfungen. Aber warum sollte Christel ihren Mann töten, der doch die meiste Zeit weg war? Also ich habe das damals gar nicht glauben können, dass sie zu dem fähig war. Mhm. Das war für mich eben auch ein bisschen das Unverständliche daran, dass sie mit Hilfe von ihrem Freund ihren Mann beseitigen wollte. Einmal geschieden kann man sich ja ein zweites Mal scheiden lassen. Und bei ihm war es eher schon glaubwürdiger, weil er ja nun auch gegenüber ihr wieder eifersüchtig war. Die Regenbogenpresse stürzt sich auf den Skandal, der alles hat, was Leser und Zeitungsmacher fasziniert. Liebe, Sex und ein Verbrechen. Journalisten der großen Illustrierten fallen aus der ganzen Republik in Kempten ein, um über den Fall und die vermeintlichen Täter zu berichten. Bei Frauen gibt es häufig eine Mittäterkonstellation. Häufig ist es der Beziehungspartner oder zu dem zumindest vorübergehend eine sexuelle Beziehung unterhalten wird. Nun muss es nicht immer gute oder für andere Menschen einsichtige Beweggründe geben, um jemanden zu töten. Viele Tötungsdelikte sind ja letztendlich auch nicht wirklich plausibel herleitbar. Christel Müllers Alibi bröckelt. Aber sie bleibt dabei, dass sie von dem Gift nichts wusste. Auch das Alibi von ihrem Freund hält nicht mehr stand. Denn bei einer Schriftprobe macht er den gleichen Schreibfehler beim Wort Genuss wie auf dem Zettel, der dem Paket beilag. Weidinger bricht endlich sein Schweigen und gesteht, wie er mit seiner Freundin die Idee für das Paket hatte und wie sie sich gemeinsam den Begleittext ausgedacht hatten. Mithilfe einer Streichholzschachtel habe er die Buchstaben des Briefes geschrieben. Gemeinsam mit Christel fuhr er nach Stuttgart und verband ihr die Hand, bevor sie das Paket zur Post brachte. Er gibt außerdem zu, das Gift von seinem Freund aus der Galvanik bekommen zu haben. Dieses hätte er später in seinem Keller umgefüllt. Um den Wirkungsgrad zu testen, hätte er etwas davon auf ein Stück Stoff gekippt. Da sich dieses kaum veränderte, habe er gedacht, dass das Gift recht alt sei. Und dann hätte er eine Mischung aus der mitgebrachten Flüssigkeit und dem Enzianschnaps hergestellt. Auf die Frage, was Christel Müller über den Inhalt der Flasche wusste, die sie in das Enzian-Fläschchen für Werner Müller umfüllen wollten, sagt der Beschuldigte, er habe keine großen Erläuterungen gemacht. Im Protokoll steht: Sinngemäß habe ich gesagt, dass ich so ein altes Zeugs reingetan habe, dass er Durchfall bekommt und brechen muss. Der Tatverdächtige erzählt der Polizei außerdem, dass er das restliche Gift auf dem Bauernhof seines Vaters versteckt hat, dort, wo er auch den Marder töten wollte. Die neuen Beweisstücke werden sofort ins LKA gebracht. Hier ist man zuerst einmal verblüfft über die große Menge des kristallisierten Gifts. Er hat ja ein ganzes Pfund Natriumcyanid bekommen, stellen Sie sich mal das vor. Und die tödliche Dosis an Natriumcyanid, das sind ungefähr so 130 Milligramm pro einer erwachsenen 70 Kilo Person. Da überlegen Sie sich mal. Bei 1,3 Gramm sind schon 10 Personen. Also das ist also schon eine gewaltige Menge. Das in dem Pappkarton gefundene Natriumcyanid hätte also ausgereicht, um über 3500 Menschen zu töten. Nach dem Liebhaber gesteht jetzt auch Christel Müller, dass sie an der Befüllung der verschickten Enzian-Flasche beteiligt war. Außerdem gibt sie zu, dass sie am Abend mit Weidinger nach Stuttgart fuhr, um das Paket aufzugeben. Aber genau wie ihr Freund bestreitet die 25-Jährige, dass sie Werner Müller töten wollte. Sie besteht darauf, dass diese Feststellung ins Protokoll aufgenommen wird. Dennoch schreiben die Zeitungen am nächsten Tag, die Verhafteten hätten die grausame Tat gestanden, auch wenn das hinsichtlich der Einschränkungen nicht ganz den Tatsachen entsprach. Das ist ja auch in der Süddeutschen sehr ausführlich berichtet worden. Und das haben wir ja immer schon deshalb gemacht, dass wenn es dann einmal zum Prozess kommt, dass man da schon ein bisschen in der Materie drin ist. Der Enzian-Mord kommt 9 Monate später in München vor Gericht. Der vorsitzende Richter heißt Dr. Göppner und gilt als juristischer Praktiker. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Mord und fahrlässige Tötung. Das Publikumsinteresse an dem Indizienprozess ist enorm. Im solchen Prozess hat man natürlich immer mit einiger Spannung entgegengesehen. Es war ja hier so, dass was der Staatsanwalt behauptet hat, von den Angeklagten bestritten worden ist. Mussten also schon teilweise Gitter eingesetzt werden, um die Menge abzuhalten. Der Ehemann der Angeklagten, der sie vor dem Schwurgerichtssaal erwartete, hatte das öffentliche Interesse mit einem Artikel in der Zeitschrift Quick noch geschürt. Darin beschwor er den guten Charakter seiner Frau. Das klingt jetzt negativ, weil er doch nur ein Auge noch hatte, aber da muss man wirklich blind vor Liebe sein, um da nicht anders denken zu werden. Weil er gesagt hat, die hat das nicht getan. Sie hat mich vielleicht betrogen, das hat er ja auch lange Zeit nicht geglaubt. Aber, sagt er, die hat bestimmt nicht, die wollte mich nicht umbringen. Die Staatsanwaltschaft ist dagegen überzeugt, dass die beiden Angeklagten Werner Müller mithilfe des Giftpakets ermorden wollten, um ihr Liebesverhältnis ungehindert weiterführen zu können. In der ganzen Praxis meiner richterlichen Tätigkeit und auch staatsanwaltschaftlich muss ich sagen, das sind die Fälle selten, die von der Motivlage eben nicht den materiellen Gütern zugewandt sind, sondern die offensichtlich aus einem Liebesverhältnis stammen. Am ersten Verhandlungstag wirkt Christel Müller schwach und bricht öfters in Tränen aus. Der Amtsarzt muss erst einmal ihre Verhandlungsfähigkeit feststellen. Danach berichtet sie von ihrer Kindheit, ihrem Familienleben und den Affären. Sie betont aber, dass sie sich, schon alleine wegen der Kinder, niemals hätte scheiden lassen. Und Weidinger hätte sie nicht geheiratet, weil sie nicht noch einen armen Schlucker gewollt habe. Auch dieser erklärt, das Verhältnis zu Christel sei praktisch zu Ende gewesen, das habe er seiner Frau versprechen müssen. Und überhaupt hätte er sich als Mann doch nur schlechter gestellt mit einer Frau, die schon 2 kleine Kinder hatte. Das war in diesem Fall nun wirklich eigentlich der Schwachpunkt der Anklage. Weil nachdem die beide das Verhältnis ja gehabt haben, so neben dem Mann her und es da gar nichts passiert ist, war nicht recht einzusehen, warum sie ihn umbringen sollten. Aber andererseits, was sie getan haben, um nicht erwischt zu werden, also die Fahrt mit dem Päckchen nach Stuttgart, dass sie sich die Hand einbindet, damit der Postbeamte den Absender draufschreiben muss. Und das war halt wirklich, das macht man nur, wenn es einem ernst ist mit sowas. Um ihr Verhalten zu rechtfertigen, geben die Angeklagten unterschiedliche Motive an. Christel sagt, dass sie mit Hilfe des Pakets die Treue ihres Mannes prüfen wollte. Und sie wollte es dadurch überprüfen, dass sie ein Paket schickt, anonym, und an seinem Verhalten, das danach folgt, spricht er davon, dann wäre er vielleicht unschuldig. Spricht er nicht davon, dann wäre es ein Indiz für eine solche Freundschaft mit einer anderen Frau. Mit ihrer Version bleibt Christel Müller aber die Erklärung schuldig, warum sie dafür eine ungesunde Flüssigkeit in das Enzian-Fläschchen füllte. Auch ihr Mitangeklagter tut sich an diesem zentralen Punkt seiner Aussage schwer, trotz mehrmaliger Rücksprache mit seinem Anwalt. Das Gift sollte nur, und das war die erste Theorie, eine Geschmacksveränderung des Enzian herbeiführen. Oder dann nach einigen Stunden, oder es war ein anderer Tag, dann hat sich der Angeklagte dazu entschlossen zu sagen, ja, er wollte eine Gesundheitsbeschädigung kleinerer Art, Bauchweh oder vielleicht ein bisschen Durchfall oder sowas. Und dann kam da die Begründung dazu, er wollte ja ein Abschiedsfeierwochenende frei machen für sich und seine Freundin. Und da durfte der Ehemann, der in Fürstenfeldbruck Auswärtsdienst hatte, der nicht stören. Die Angeklagte wäre vielleicht mit einem blauen Auge davongekommen, wenn sie Weidingers Version gefolgt wäre in Bezug auf die Befüllung der Enzianflasche. Er sagte, er sei morgens zu ihr gekommen und habe sie gebeten, die Flaschen einfach umzufüllen. Dann sei er zur Arbeit gefahren. Christel dagegen belastete sich selbst. Sie sagte aus, ihr Freund sei zur Umfüllung der Flaschen geblieben. Dabei habe sie erst ein paar Schluck der neu gekauften kleinen Enzianflasche in ein Milchkännchen gefüllt, um sie danach mit dem Gemisch wieder aufzufüllen. Dabei sei ihr etwas über die Hand gelaufen und sie habe diese spontan abgeleckt. Und er hätte Weidinger gerufen, um Gottes Willen, das ist doch giftig. Sie sagte, der Angeklagte sei von ihr gefragt worden, ob ihr Ehemann stirbt. Und daraufhin habe allerdings unter Lächeln der Angeklagte gesagt, also ja, selbstverständlich. Das hat sie vorgetragen, obwohl sie dann im Kern an der Behauptung festgehalten hat, das hat sie ihm nie geglaubt. Aber das ist natürlich schon eine sehr weitgehende Selbstbelastung, die in so einer Geschichte steckt. Damals schon hat man nämlich auch gedacht, warum sagt sie jetzt das? Aber sie hat es natürlich gesagt, um zu zeigen, dass sie von der Harmlosigkeit überzeugt war. Gell? Auch Weidinger versucht, die Harmlosigkeit seiner Aktion in den Vordergrund zu stellen. Vor Gericht sagt er, dass er nicht wusste, wie tödlich das Gift in seiner hergestellten Mischung war und dass er kein weiteres Natriumcyanid in die Giftflasche getan habe. Aber nach den Untersuchungen des LKA war Folgendes klar. Keine der beiden vor Gericht vorgebrachten Versionen war so, dass man sie akzeptieren konnte. Die stimmten nicht. Denn die Chemiker im LKA hatten errechnet, dass ungefähr 3 volle Teelöffel Natriumcyanid in die Giftmischung gelangt sein mussten, deren Rest die Polizei auf dem Bauernhof sichergestellt hatte. Und Christel Müllers Version war auch widerlegt. Denn die Giftkonzentration in Blumosers Leiche legte nahe, dass sie die Geschenkflasche nicht nur zum Teil mit der Giftmischung aufgefüllt hatte, so wie vor Gericht behauptet, sondern dass sie die Flasche vollständig umgefüllt haben musste. Mein Eindruck ist auch heute noch, dass die beiden Angeklagten damals mit den Umständen, die sie bewirkt haben, tatsächlich nicht mehr umgehen konnten. Reue gegen Ende der Verhandlung. Die Angeklagten bitten die Witwe des Todesopfers und Werner Müller unter Tränen um Verzeihung. Sie beteuern, dass sie nicht töten wollten. Beide wünschen sich auch, sie könnten alles rückgängig machen, obwohl sie bis zum Schluss an ihren widersprüchlichen Versionen des Tathergangs festhalten. Das wissen nur zwei Leute wirklich, und wenn die sich nicht wirklich vernünftig einlassen wollen oder auch qua ihrer Persönlichkeitsstruktur es nicht zu erwarten ist, dass sie sich vernünftig einlassen, dann muss man halt mit offenen Fragen leben. Es war ja doch im Grunde genommen von der Frau Müller bestritten, dass sie gewusst hat, was in dem Fläschchen ist. Aber das Ergebnis war, dass das Schwurgericht sie in gleicher Weise als Täterin angesehen hat. Also auch nicht einmal, dass man ihr bloße Beihilfe zugestanden hat. Denn es entscheidet sich an dem, was an Initiativen eingeht für ein bestimmtes kriminelles Ergebnis. Der Staatsanwalt fordert lebenslange Haft. Aber im November 1967 verkündet Dr. Göppner das Urteil. Die beiden Angeklagten werden wegen versuchten Mordes und fahrlässiger Tötung zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Am Enzian-Prozess war das tollste Jahr das Urteil. Denn ich glaube, dass mit keinem anderen Vorsitzenden als mit Dr. Göppner die weniger als lebenslang bekommen hätten. Seine Begründung lautete: Er hat gesagt, man kann diese beiden Angeklagten nicht allein verantwortlich machen für die Tat, sondern das ist auch die Gesellschaft. Der Richter führte zu ihren Gunsten an, dass die Angeklagten nicht zum Verantwortungsbewusstsein erzogen wurden. Werner Müller ließ sich 2 Jahre nach der Verhandlung scheiden. Auch die Ehe von Weidinger wurde geschieden. Die Verurteilten verbüßten 2 Drittel ihrer Strafe und kamen 1977 wegen guter Führung frei. Seither führen sie ihr Leben auf getrennten Wegen und sind nie wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.